Florian Hilbert, alles altes, hartes Brot, auch ohne Scheiß. Einer der geilsten Usernamen überhaupt. Muss man wirklich sagen. So, heute mal machen wir mal offene Klasse. Heute machen wir mal für alle offen, ne, dass mal heute jeder reingucken kann. Wenn gleich der Robert da ist, müssen wir dem auch sagen, weil er gefragt hat, ob ich den Chat ausgestellt hat, weil er den, wenn er den Stream danach live guckt, also nochmal nachholt, dass der dann den Chat nicht mehr lesen kann. Von daher müssen wir das mal eingeschaltet lassen. Sonst geht's immer wieder weg. So. Ja, richtig, richtig früh für manche Leute. Ja, Maja, was bist du heute früh dran? Zinsentscheidung, der FED steht an. Von daher, wenn wir uns das nachher zusammen angucken, müssen wir gleich mal sehen, wie der Sound ist. Da müsst ihr mir mal sagen, alles klar. Das ist ganz gut oder zu laut oder zu leise. Und ob man mich dann auch noch gleichzeitig verstehen kann, wenn einer im Hintergrund was labert. Ja, das wäre ganz gut, wenn ihr mir das dann mitteilen könntet. Und dann können wir das mit Sicherheit uns auch alle gemeinsam live angucken. So. CS. Ivan, heute nicht da. Ne, obwohl, vielleicht kommt Ivan später. Habe ich heute andere Special Guest, ne? Mario, jo, moin Mario. Mario, alles klar, jo, moin Mario. See you again, hi, Chicks for Free. Chicks for Free, alles klar. Gehen wir gleich mal drauf. Ganz kurz, einmal eben abwarten. Moment. Chicks for Free. Ah, ich hab gedacht, da kommt mehr. Gut. Levent. Um wie viel Uhr beginnt es? Achtung, hier bitte einmal Wirtschaftskalender aufrufen. In 12 Minuten Zinsentscheidung plus FOMC Statement, was man dann nachlesen kann. Und dann um 19.30 Uhr unserer Zeit Pressekonferenz. Na, das habe ich uns dann hier schon eingerichtet. Geplant 16.03. 19.30 Uhr. Gold korrigiert. Was denkst du, wie stark? Wann endlich Lambo? Kannst du darauf kurz eingehen? Auf Gold kann ich machen. Philipp Putz, einen wunderschönen guten Abend. Kann ich machen? Gold. 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 Haben wir sehr, sehr krasse Gains gesehen. Kann man ja nicht anders sagen. Ist aktuell vom Hoch bestimmt so 9% gefallen. 8% sind wir hier korrigiert. Aber wenn wir uns das auf Tagesbasis angehen, das hier war noch ein normaler Aufwärtstrend, dann ging es vertikal, dann kam die Korrektur, ähnlich wie bei WTI, also wie bei Öl. Und jetzt befinden wir uns hier auf Tagesbasis auf Support. Ihr seht das, diese goldene Linie, die war 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal war das Ganze, 11 Mal sogar Widerstand, bevor es dann boom zu Support geflippt ist. Und genau dort sind wir heute drauf. Und genau das sage ich halt relativ häufig. Wir laufen in einen Widerstand rein und bekommen dann eine schlechte Nachricht. Oder wir laufen in einen Support rein und bekommen dann eine gute Nachricht. Wir sind nun mal aktuell bei Gold relativ zügig gefallen in kurzer Zeit, 4 Stunden Basis, RSI aktuell bei 29, geht noch, ist jetzt noch nicht so schlimm, aber wir laufen hier oder wir sind hier in Support. Na, ihr seht das, diese 4 Stunden Kerze, da sind wir hier noch mehrere Male aufgeschlagen und hier relativ viel. Ich habe euch aber auch gesagt, dass Zinserhöhungen bullisch sind für Gold. Und dass wir das auch in der Vergangenheit gesehen haben, dass Rate Hikes bullish für Gold waren. Das haben wir nämlich hier gesehen, wo wir auch angestiegen sind. Und ich erwarte eigentlich von Gold neue Höchststände dieses Jahr, also neue All-Time Highs dieses Jahr. Können wir von diesem Zeitpunkt aus weiter korrigieren? Ja, klar, kein Thema. Kein Problem. Wie weit?
Weiß ich nicht. Denn ich habe keine Löcher in den Händen, ich kann nicht über Wasser gehen und ich kann auch noch nicht das Meer teilen. Das weiß ich nicht. Mit Sicherheit können wir weiter korrigieren. Aber ich erwarte auch, dass wir mit den kommenden Zinserhöhungen hier bei Gold dieses Jahr neue All-Time-Highs sehen werden. So. Philipp Pütz, ich konfiguriere meinen neuen Hurricane. Ich bin nur noch unentschlossen, ob ich 1,24 oder 1,72 Maßstab sehen soll. Gute Frage, nächste Frage. Also das ist eine harte Entscheidung. Kommt auf das Geld an, was du an der Seite gelegt hast. Im Moment würde ich vielleicht 1 zu 72 empfehlen. Und Bitcoin, wenn Bitcoin dann ein bisschen steigt, kannst du vielleicht nochmal upgraden. Na, Trin, schönen Abend wünsche ich dir auf. Ihre Hütte ist wieder. Mann, oh Mann, moin, Robert. So, Fumo, Fumo, Robert. Einen wunderschönen guten Abend. Du hast es letztens in einem der Kommentare gefragt, ob ich die ob ich die Chat-Funktion ausgeschaltet habe, weil du wohl einen Livestream nachgucken wolltest und es dort keine Chat-Funktion gab. Nein, habe ich nicht. Aber dadurch, dass ich den Modus aktiviert habe, in den Livestreams nur noch für Abonnenten, können das logischerweise auch Leute, die das später nachsehen, nicht einsehen. Na, ich habe heute diesen Modus mal wieder ausgemacht. Das heißt einfach nur, ich werde das jetzt mal wieder testen, ob das Ganze wieder funktioniert. Und dann mir das auch selber nochmal nachhaltig, also hinterher nochmal angucken, ob der Chat wieder eingeblendet wird. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Und von daher gucken wir gleich mal rein. Noch 7 Minuten. Wirtschaftskalender schon aufgerufen. Zinsprognose. Achtung, hier steht das Wichtige. Zinsentscheidung der Fed erwartet 0,5. Ne? 0,5 werden erwartet. Wir werden nichts darüber kriegen. Wir werden nichts über 0,5 kriegen. Die Frage ist nur, kriegen wir 0,5 oder 0,25? Was anderes gibt es dazu nicht. Mit Sicherheit, also, um das so aufzudröseln. Über das, also, um das so aufzudröseln, wir sind sehr, sehr gut gelaufen. Wir sind sehr, sehr gut gelaufen. Das kann man nicht anders sagen. Die letzten Tage beim DAX alleine haben wir hier 15% gut gemacht, geisteskrank. Und auch heute wieder 3% im Plus. Wir laufen in Resistance. Und normalerweise würde ich jetzt erwarten, also 0,25 werden mit Sicherheit positiv aufgenommen werden. Meine Meinung. Na, aufgrund der ganzen Sachen, die jetzt hier um uns rum sind, jetzt noch mit dem Krieg und keine Ahnung, Wirtschaft kommt noch ein bisschen zurück, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man hier die 0,25 wählt. Ich denke, dass das positiv aufgenommen werden würde. Werden wir die 0,5 kriegen, könnte ich mir vorstellen, dass die Resistance, in die wir gerade überall reinlaufen, dass die hält und wir hier einen Absacker kriegen. Das gleiche, apropos, Robert, FOMO, 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 Puma, Puma, ne? Bitcoin ist ja auch im Moment in Resistance. 40.400, 40.400. Tagesbasis, seht ihr das? 40.400, oh, das war ein langer Wick, ne? Da sind wir nämlich, Achtung, Tagesbasis, das war hier Support, hier auch aufgesetzt, durchgefallen. Und seitdem ist es auch Widerstand, Widerstand, Widerstand und aktuell Widerstand. Na, deswegen sage ich, hey Leute, aufpassen. Wir laufen oft in Resistance und kriegen dann schlechte Nachrichten und wir laufen oft auf Support und wir kriegen dann gute Nachrichten. Wir werden abwarten, wie das Ganze gleich aussieht. In 5 Minuten ist es soweit. Und dann aber ganz, ganz wichtig, nicht sofort wieder in FOMO verfallen oder was weiß ich, oder auch nicht direkt wieder in Panik. Ne, denn wir haben eine halbe Stunde später, haben wir dann Jerome, der erzählt uns denn nämlich nochmal ein. Und dort kann die Nachrichtenlage dann wieder ganz anders sein. Ne? Er sagt, alles klar, wir haben jetzt um 0,5% angehoben, die Märkte sind in der ersten halben Stunde gefallen, alle gehen rein, FOMO, FOMO, alles short.
Und dann kommt Jerome um die Ecke und sagt, ja, wir haben jetzt zwar 0,5 gemacht, aber die nächsten, anstatt, keine Ahnung, 5 oder 6, die dieses Jahr erwartet werden, machen wir nur 4. Und die nächsten werden auch nicht so hart und auf einmal gehen wir in die andere Richtung. Genauso gut kann das Ganze jetzt gleich passieren. Alles klar, wir kriegen 0,25, der Markt steigt und hinterher sagt Jerome, ja, aufgrund der aktuellen Lage in der Ukraine und in der Krise, bla bla bla, haben wir uns dazu entschlossen, jetzt das Ganze erstmal leicht anzugehen, sag ich mal, und werden aber, wenn sich die Lage ändert, also sag mal, Krieg in Anführungsstrichen ist vorbei und wir sehen, alles läuft wieder, dann werden wir dieses Jahr richtig einen rausballern. Dann könnt ihr genau auch hier wieder das Gegenteil erwarten. Ich für meinen Teil werde wahrscheinlich heute gar nicht handeln. Das mag der eine oder andere dann vielleicht nicht nachvollziehen können oder sagen können, alles klar, FOMO, richtig, ab die Rocket Ship in Richtung Norden und wir gesehen, Call to the Moon sehen wir dann gleich auch noch. Oder wir fliegen nach unten und jeder sagt dann, ah, ich muss jetzt hier alles, ich muss direkt short gehen, weil wir landen dann auf jeden Fall im Erdkern. Na? Ich lasse sich meistens den Markt dann mal so beruhigen, damit der Markt aussortieren kann, alles klar, das und das ist passiert. Und so sieht es aus. Und das wird meistens erst so einen Tag später, wird das dann richtig, ja, setzt sich das Ganze. Sagen wir einfach mal so. Ich bin sehr gespannt, was gleich passiert. Und dann gucken wir mal, was möglich ist. So. Wehe, das geht wieder runter. Bin bei ETH seit 2500 drin. Ist doch schön. Jetzt 2700, $200, 8% kann man mal mitnehmen. Ne? Ich hoffe, du hast den Stop-Loss. Wir wissen alle, du handelst nicht nur mit einem halben, also eher mal mit so ein bisschen mehr Money. Und von daher würde ich sagen, hoffen wir für dich, dass es gleich richtig abschießt. Ich erwarte hier nichts und bin immer noch short bis niedrige 30k bei BTC. Jo, ich hoffe für dich, dass das nicht in die falsche Richtung schießt, sondern in die richtige. Und das werden wir mit Sicherheit gleich sehen. One minute. Mr. T.O. Mario, auf welcher Plattform tradest du Forex-Paare? Ich trade auf FXCM. Habt ihr heute Morgen übrigens, wer das Marktupdate gesehen hat, hat bestimmt über, auch gesehen, dass ich heute Morgen, wo ich heute Morgen den Long genommen habe in China. Das war natürlich sehr, sehr lustig. So, mein Gefühl sagt Dump auf 38,6 und dann ab in Richtung Rocket Ship. Jo, maybe. Ich weiß es noch nicht. Weiß nicht, keine Ahnung. Ah, Zinsentscheidung. 0,25. Da haben wir es. So. Zinsentscheidung der Fed. 0,5. Was war das? Tja. 0,5 erwartet. 0,5 rein. Direkt Dump auf 40. So. Alles klar. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht, Leute. 0,5 haben wir vorhin noch gesagt, könnte vielleicht nicht so gut aussehen. Und von daher. We will see. Na, ich mache jetzt hier erstmal gar nichts, guck mir das Ganze an, wie es weitergeht. Und von daher
0,5 war erwartet, 0,5 haben wir reingehauen. Puh, da, 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 da. Ihr seht das, wenn ihr jetzt hier sofort reinspringt, ne, das macht wenig Sinn. Alles klar, wir gucken das, wir drücken R5, 0,5. Okay, wir hauen jetzt hier direkt einen Long oder einen Short raus und dann werden wir innerhalb von einer Minute oder innerhalb von zwei Minuten ist das eine Range von 1,9% von $750, egal auf welcher Seite ihr seid, ihr könnt instant ausgestoppt werden. Lasst es einfach sein, ne? So. Bei SPX muss, glaube ich, noch ein Gap gefüllt werden. Ja, das stimmt. Das ist aber noch ein Stückchen weiter unten, ne? Spielschulden sind Ehrenschulden. So, was machen die Märkte? Alles klar. Gold. Haben wir gesagt, wir sind auf Resistance. Kann durchaus sein, dass es hier nach oben geht. DAX erstmal runter. Jetzt wieder hoch. Aber Leute, das ist alles 1 Minute. Ne? Lasst sich das mal beruhigen. Und dann gucken wir uns das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an. Wenn 0,5 erwartet worden sind, 0,5 sind gekommen. Kann auch durchaus sein, dass wir jetzt einfach seitwärts laufen. Aber ich empfand das jetzt nicht als besonders positiv, dass wir auch die 0,5 gekriegt haben. 0,25 wäre mit Sicherheit deutlich positiver geworden. Sad ID. So, Spende über PayPal verschickt. Mario, einmal bitte bestätigen für den Chat. Kann ich machen. Muss ich aber ganz kurz auf E-Mails gehen. Sie haben eine Zahlung erhalten von Sad ID. 5 Euro. Wette verloren für die Kids. Dort ist die Bestätigung. Vielen, vielen Dank, Sad ID, für deine 5 Euro. Super, super lieb von dir. Wie immer eigentlich. Ja? Er hält sich immer dran, was er sagt. Er spendet sehr, sehr oft. Und von daher nochmal vielen, vielen Dank, Sert, für deine 5 Euro. Was haben wir jetzt hier? So. Ja, wir gucken jetzt gerade alle drauf, ne? Alle, oh, wir müssen jetzt alle jetzt hier mal zu fett gehen. Alle F5, alle reinballern. So, FOMC-Statement, PDF, also, das sollte man sich natürlich dann auch durchlesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gleich direkt mit euch besprechen kann, aber das dauert meistens so ein bisschen, bis man das wirklich so, ja, verinnerlicht hat, sage ich einfach mal. Denn hier steht drin, und das Ganze hat 4 Seiten, was, wer, wieso 0,5, ja, wirklich, warum man das Ganze gemacht hat, wie die aktuelle Lage ist und wie es weitergehen wird. Ne? Hier haben wir nämlich schon das Erste, das wäre mit Sicherheit, hier so ein Abschnitt wäre mit Sicherheit nicht drin gewesen, wenn es den Krieg nicht gegeben hat. Ne? Richtig geil. Also, hier, die Invasion der Ukraine von Russland hat natürlich jetzt im Moment sehr, sehr viele Uncertainty. Also, da weiß man noch nicht, was passiert, so im Groben und Ganzen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das Ganze additional, also zusätzlichen Upward Pressure, also zusätzlichen Druck auf die Inflation lässt. Das heißt, zusätzlich zu der aktuellen hohen Inflation ist das Ganze nochmal obendrauf. Das heißt, dass wir hier durch den Krieg noch höhere Inflation erwarten können. Und deswegen will man die Inflation auf 2% runterkriegen.
Also, sowas muss man sich dann mal in Ruhe geben und auch wirklich auf der Zunge zergehen lassen, denn in sowas hier stehen wirklich sehr, sehr wichtige Sachen drin, ne? Das ist im Grunde genommen dann immer die Begründung dafür, wer wie wo warum und was, wer abgestimmt hat, wer, ne, das seht ihr hier, Voting und so weiter und so weiter. Also, wer sowas nachlesen will, der geht auf Investing, Wirtschaftskalender und dann ist ja natürlich auch hier unten die ganzen Entscheidungen am heutigen Tag und hier ist das FOMC-Statement. Draufklicken, linke Maustaste, rechte Maustaste, link neuer Tab und dann seht ihr unten Quelle Federal Reserve. Einfach draufklicken, dann kommt ihr dahin und hier kommt ihr zu den Meetings und die Statements. Und das jetzt hier zum Beispiel ist das aktuell. Einfach auf PDF klicken und dann habt ihr das, was ich euch gerade aufgerufen habe, nämlich diese vier Seiten. Die sollte man sich zwischendurch einfach mal durchlesen. Im Endeffekt ist es wirklich nicht so schwer verständlich für jemanden, der einigermaßen Englisch kann. Ja, und das ist sehr, sehr interessant teilweise. So, jetzt seht ihr so langsame Beruhigung, ne? Runter, hoch, runter, jetzt wieder hoch. Schauen wir mal, wo der Tag so endet. Was machen die Märkte? Naja, leichte Abwärtspressure hier im DAX. Aber wie gesagt, das ist ein 1-Minuten-Chart, messt dem jetzt nicht so viel zur Bedeutung zu. Aber ihr seht das auch. Die rote Linie hier oben, Resistance gewesen. Ne? Das ist jetzt keine 5-Minuten-Resistance. Das ist die Oberkante der Bärenflagge und von daher würde ich dem schon ein bisschen Bedeutung zumessen. Sage ich einfach mal so. Wenn das Ganze wirklich ganz, ganz schlecht ausgefallen wäre, dann hätten wir jetzt schon den Dump auf die 14.200 ungefähr gesehen. Also in dem Fall noch nicht so schlimm. Anders natürlich hier bei der USA. Alles klar, das ist mal eine schnieke 5-Minuten-Kerze. Das ging mal direkt ab von 33,8 auf 33,6 und weiter abwärts. Also wird es wahrscheinlich gleich im DAX uns auch noch ein bisschen nach unten ziehen. Die Nasdaq sieht genauso aus. Achtung, kann gut sein, dass wir jetzt hier bouncen. Das ist ein 5-Minuten-Chart, ne? Und dann weiter abwärts. Also so positiv ist es dann doch nicht. US 2000 fällt gerade auch wieder durch. Deswegen sage ich euch das Ganze immer. Ne? Es ist, und was macht Gold? Letzten 5 Minuten. Erstmal Spike nach oben, an Resistance gescheitert, nochmal runter. Wenn wir jetzt hier auch noch wieder nach oben hindurchziehen, dann, ja, ne? Schauen wir mal. Ihr seht hier, 1-Stunden-Basis, alles Widerstand. Den brauchen wir, um hier weiter nach oben ziehen zu können. Aber auch hier, wie gesagt, ich erwarte neue Höchststände dieses Jahr, sprich neue All-Time-Highs dieses Jahr. Für Gold. Wenn der Druck natürlich weiterhin auf der Nasdaq lastet, ne, und ihr seht hier die 1-Stunden-Kerze, die hält nicht an, dann wird der Druck weitergegeben werden auf die Kryptos. Aber es war ja auch hier wieder so, und das haben wir ebenfalls besprochen, ne? Wir sind in Resistance. Wir sind, es klingt total bescheuert, aber es passiert ja sehr, sehr oft so. Wir laufen in Resistance und kriegen eine schlechte Nachricht. Ne? Und es war ja wieder der Turm. Ne? Achtung, hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch, tieferes Hoch. Und wir sind in beide goldene Linien gelaufen. Ja, ne, mag jetzt einer sein, okay, stimmt nicht und funktioniert nicht und keine Ahnung, aber so ist es nun mal. Es ist wieder passiert. Ich hoffe, ja, keiner ist da jetzt sofort direkt rein involviert oder keine Ahnung, oder Robert ist natürlich aus seiner Nummer raus, sagen wir einfach so. Das wäre natürlich schön. Und jetzt gucken wir mal weiter. Mm-mm-mm-mm.
Thomas, hau rein später. Sert, bis dann. Hab heute Very Gold aufgeschaut. Warum nicht? Wo ist das bitte eine schlechte Nachricht? Es ist ja wie erwartet um 0,25 behut worden. Rate Hikes sind generell schlechte Nachrichten. Ne? Genauso wie Statements, die negativ sind, schlechte Nachrichten sind. Und wie gesagt, das hier habe ich mir noch nicht durchgelesen. Aber das, was hier drin steht, wird mit Sicherheit keine positive Nachricht sein. Und von daher, warum sind überhaupt Zinserhöhungen schlecht? Na, ganz einfach. Zinserhöhung, was bedeutet das? Ganz einfach. Ich gehe zur Sparkasse und kriege 0,25% Zinsen. Und wer geht dahin? Richtig. Ganz böse gesagt, alle über 50 legen ihr Geld ganz, ganz sicher bei der Sparkasse an, weil er ist ja der nette Mann von nebenan, der arbeitet da schon seit 25 Jahren und der hat ja Ahnung, was geht. 0,25% Zinsen kriege ich, warum soll ich die nicht mitnehmen? Ist doch die Kohle. Ne? Aktien, hey, ist mir alles zu spekulativ. Wenn jetzt die Zinsen angehoben werden, dann kriegen die Leute nicht 0,25% Zinsen, sondern 0,5. Noch ein größerer Grund, um auf safe zu spielen und nicht in Aktien zu investieren. Also, Zinserhöhung erhöhen das Risiko, dass Leute weniger spekulativ investieren und eher ihr Geld auf, was weiß ich, Sparkasse, Tagesgeldkonto oder wo auch immer liegen lassen. Deswegen sind Zinserhöhungen generell schlecht für Aktien. Wenn das Ganze dann auch noch schneller, höher ausfällt, ist das Ganze ja umso negativer. Ne? Vorherig 0,25, gestiegen um 0,25 auf 0,5. Erwartet war 0,5. Ne? Also eine Erhöhung um 0,25. Es ist genau das gekommen, was erwartet worden ist. Vielleicht hat der Markt aber mittlerweile auch erwartet, dass wir keine Zinserhöhung kriegen aufgrund des Krieges. Versteht ihr? Deswegen war die Nachricht jetzt vielleicht nicht so positiv, wie einige gedacht haben. Also. Wir sehen einfach, was passiert, die nächsten Tage, die nächsten Stunden. Von daher, lass das Ganze erstmal wirken. Ne? Springt jetzt hier nicht long oder short irgendwo rein, lass dich das Ganze beruhigen. Morgen früh im Morgen-Update gucken wir da nochmal drüber. Dann können wir von mir aus auch nochmal ganz kurz über die Märkte drüber gucken und wie das Ganze weitergeht. Und von daher würde ich mir jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht so viel Sorgen machen. Das ist ein 1-Minuten-Chart, das ist in dem DAX, das ist ein 1-Minuten-Chart in dem Dow Jones, der sieht jetzt nicht so lustig aus, sage ich einfach mal so. Aber wenn ich jetzt ganz böse bin im DAX und einfach mal hier zwei Linien ziehe und sage, das Ganze einfach mal bitte kopieren. Und wenn ich da Auflagepunkte habe, so auf einmal, kann das Ganze sich auch zu einer schönen Flagge entwickeln. Ja, passt sogar auf 5-Minuten-Chart. So, Flagge. Auf einmal brechen wir nach oben aus und dann geht das Ganze legen long. Kann auch alles passieren. Ne? Deswegen im Moment mache ich hier gar nichts, gucke mir das Ganze weiter an. Und genau das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde. Einfach mal zugucken und nichts machen. Leute, ne, zerreißt euch da nicht gegenseitig im Chat. Bleibt mal ein bisschen sachlich. Alles ist okay. Das Ding wurde um 0,25% erhöht. Also ganz einfach. Hier rechts steht vorher. Hier steht aktuell. Das heißt, vorher waren es 0,25. Jetzt sind es 0,5. Erhöhung um 0,25. Wenn Onkel Jerome sagt, gleich sagt, nächstes Mal 1%, ja, dann fliegen wir komplett ab. Ne?
Ich war kein Fan von den Sekundencharts und ich bin auch kein Fan von den Sekundencharts und ich handle auch nicht auf den Sekundencharts. So ist es. Nasdaq auf 12K? Nope. Wieso? Nasdaq auf 12K. Muss man sich jetzt einfach fragen, ist der Abwärtstrend in der Nasdaq intakt? Klar, selbstverständlich ist der Abwärtstrend in der Nasdaq intakt. Das sind Hochs und Tiefs und Hochs und Tiefs und Hochs und Tiefs. Und wenn es dabei bleibt, ist das ein weiteres tieferes Hoch. Und so ist ein Abwärtstrend. Und der ist aktuell ganz klar intakt. Also kann uns das Ganze hier komplett um die Ohren fliegen? Selbstverständlich. Sind die Nachrichten da draußen positiv? Ja, klar, wir haben da draußen im Moment nichts Negatives, ne? Alles easy peasy. Und von daher, na, natürlich können wir hier auf 12.000 runterfallen. Überhaupt gar kein Problem. Na? Aber jetzt gerade ist dafür noch kein Anzeichen. Und da würde ich jetzt auch im Moment mit Sicherheit nichts tun. Wenn wir mal runterschalten auf den Stundenchart, dann müssten wir mit Sicherheit mal hier eine Unterstützung finden. Das ist erstmal diese rote Linie. Das ist unsere Ex-Long-Linie auf Tagesbasis, die wir nach oben hin durchbrechen müssen. Achtung, das seht ihr hier. Die kommt von da hinten. Auflagepunkt 1, 2, 3, 4 und jetzt abverkauft aktuell. Wenn wir da drunter gleich sind, ist das mit Sicherheit auch keine positive Nachricht. Dann kann es auch deutlich weiter runtergehen. Aber bei dem 4-Stunden-Close hier unter der Marke von 13.400, ja, da geht erstmal die wilde Fahrt auf 13.2 und danach auf 13.000. Sollten wir die nach unten hinbrechen, beziehungsweise dieses Low hier rausnehmen, dann denke ich, 12.5 ist erstmal auf kurzfristiger Basis realistisch und wenn es weiter runtergeht, sind auch mit Sicherheit die 12.000 drin. Das stimmt. ETH geht auf 1,2K. Ja, schon tief gepokert, würde ich einfach mal sagen. Ne? 1,2K. So. Ne? Auf einmal sind wir hier in Anführungsstrichen wieder in der Mitte der Flagge. Ne? Wenn wir das als Flagge bezeichnen wollen. Das war genau das, was wir vorhin eingezeichnet haben. Auflagepunkte hier, hier und da. So. Und jetzt. Ich lasse es einfach mal so drin. Schauen wir mal. Mann, oh Mann, Geld ist per PayPal raus. Bitte kurz bestätigen. Was ist los mit euch, Leute? Freue ich mich drüber, aber muss nicht sein. Dirk Ellenbach hat Ihnen 10 Euro gesendet. Wette verloren, Geld für die Kids. Vielen, vielen Dank. Auch hier für 10 Euro von Mann, oh Mann oder Dirk Ellenbach. Dickes Dankeschön an dich für die Moneten. Ne? Auf dem Nasdaq-Chart sieht das Ganze natürlich ziemlich ugly aus. Ne? Guck mal, das war hier selbst auf dem 5-Minuten-Chart. Ne? Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Was gibt es sonst noch zu bereden, Leute? Ach so, wir haben gar kein Abendupdate gemacht, ne? Ja. Müssen wir auch eigentlich nicht, oder? Können wir aber eben machen, von mir aus. Herzlich willkommen an alle, die zum ersten Mal da sind. Willkommen zurück an alle, die schon wieder da sind. Was ist hier los? Was geht? Und wie auch immer. Und ja, so und so weiter. Bitcoin-Kurs 39.850. Ein Plus von 1,36%. Jo, sehr, sehr schön. Aber ihr seht, auf Tagesbasis langer Week hoch, aktuell abverkauft. Bleibt es dabei mit Sicherheit mal wieder keine positive Nachricht, denn wir haben keinen Tagesclose über diesen letzten hier, das heißt über 39.700 und für dich deswegen auch kein Long. Ziehen wir von diesem aktuellen Zeitpunkt wieder weiter nach oben und das Ganze ist ein Retest dieser Marke auf 4-Stunden-Basis, das heißt Ausbruch, Retest, Follow und überschreiten den Punkt von 40.600, dann ist das Ding für mich erstmal Long, und zwar Richtung 42.000, nehmen wir das Ganze nach oben, 43, 44 und danach die wichtige Marke von 46.000. Wir
kommen, werden wir abverkauft und bleiben weiter dabei. Und closen den Tag heute unter 39.600 ungefähr, empfinde ich das persönlich als nicht positiv und ich denke, wir werden weitere Downward Pressure kriegen in Richtung 37.000 und wenn die brechen, wie immer, die 34.000 dann als nächstes. Bei Ethereum ist es ja im Endeffekt genau das gleiche. Wir haben unsere goldene Linie angetippt auf 4 Stunden Basis. Jo moin, jo tschüss und jetzt ja, warten wir auch hier, was als nächstes passiert. Auf Tagesbasis brauchen wir diese, ja, müssen wir diese Hochs hier rausnehmen. 2750 habe ich euch gesagt. Ne, das haben wir leicht verändert. 2785. Das brauchen wir auf Tagesbasis hier. Das ist die rote Linie. Wenn wir das schaffen, ab in Richtung 2900. Wenn wir das schaffen, 3100 ziehen wir dann weiter. Ansonsten, jo, passt mal bitte darauf auf, dass wir nicht wieder unter die rote Linie fallen, das ist die 2600, denn dort sagen wir im Grunde genommen jedes Mal, wenn wir unter die rote Linie fallen, 2600 geht es auf 2500 und sollten wir dann ebenfalls nicht halten können, boom, dann sehen wir hier unten die 2370 wieder. Aktuell ist der Abwärtstrend, ich sage jetzt nicht gestoppt, aber er hat sich ein wenig verändert. Ihr seht, das ist ein Hoch, ein Tief, ein tieferes Tief und ein tieferes Hoch ist. Und das Ganze ging bis hier aktuell so weiter. Und dann haben wir zwar wieder ein tieferes Hoch gemacht als dieses hier, aber wir haben aktuell ein höheres Tief gemacht als dieses hier. Das heißt, wenn wir vom aktuellen Zeitpunkt mal hochziehen würden, mal so hier, und wir würden dann sowas machen, dann könnte sich eine neue Struktur entwickeln. Aktuell sind wir noch nicht so weit und von daher gibt es jetzt auch noch nicht die Möglichkeit, hier übelst in Freudensprünge zu verfallen und zu sagen, jo, alles geil, ich bin da jetzt schon wieder mit dabei, obwohl wir natürlich auch alle für Robert hoffen, dass das Ding to the moon steigt und er viel, viel Geld verdient. So ist es, ja, aber für mich persönlich ist da immer noch eine Abwärtsstruktur drin. Und deswegen mache ich zum aktuellen Zeitpunkt auch nichts, warte einfach mal heute, vielleicht mal morgen ab, wie der Markt das Ganze dann auch wirklich aufnimmt, ob er sagt, ja, alles klar, ich kann mit dieser Zinserhöhung leben oder nicht, oder alles ist geil oder alles ist kacke. Und von daher warten wir hier einfach, oder warte ich jetzt hier einfach ab, mal gucken, wie der Markt die nächsten Stunden so darauf reagiert. Ein Long für mich, wie gesagt, Tagesclose über 2785. Also ich rede jetzt hier nicht von ein paar Stunden oder so. Ne? Ich möchte gerne mal einen Close haben über eine Marke, wo die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass wir auch einen größeren Move kriegen. Deswegen warte ich dann auf diese Marke. Genauso wie ich auf die Marke warten würde von 2500. Wenn wir die nach unten hinbrechen, nehme ich den Short in Richtung 2370. Bei Litecoin sehr, sehr ähnliches Bild. Wir sind endlich mal hier aus diesem Abwärtskanal ausgebrochen nach oben und haben sogar rot nach oben hingenommen. Die wichtige Marke von 108 ist das ungefähr, wo wir den Tagesclose über. Wir brauchen diesen Tagesclose über dieser Marke und ihr seht, wir sind gestiegen bis auf 111, genau die nächste Marke, die wir haben, komplett abverkauft und aktuell wieder tagesmäßig unter dieser Scheiße, ne? Meine Güte. Es kann doch also nicht wahr sein, dass wir da kein Tagesclose mal drüber kriegen. So hart ist die Resistance jetzt eigentlich auch nicht gewesen, meiner Meinung nach. Aber es sieht so aus, als wenn das Ganze wieder nicht passiert. Und das ist natürlich dann auch wieder nicht positiv, wenn das Ganze nicht hier nach oben hin weiterläuft. Wir brauchen diesen Tagesclose über diese angesprochenen Marke, über diese 108,50. Dann können wir auch in 111 und in 116 steigen. Dort wird es dann nochmal sehr, sehr spannend bei dieser 116, sage ich einfach mal. Ihr seht das hier, wie viel Widerstand das hier ist und wie viel Widerstand das hier ist. Und wenn wir die nach oben hindurchspringen, dann haben wir durchaus Ziele vor uns ungefähr so von 130. Aber dafür brauchen wir die vorherigen besprochenen Tagesclose. Bei XRP ist hier gar nichts passiert. Triangle, hoch, runter, seitwärts. Also, solange wir da drin sind, machen wir gar nichts. Bei Cardano, nein, Charttechnik funktioniert nicht. Mario, Tagesbasis, hallo, goldene Linie, tschüss, goldene Linie. Also auch hier weiterhin in diesem Kanal. Da machen wir auch gar nichts. Fallen wir drunter, Short, closen wir drüber. Alles klar, versuchen wir das in die nächste Resistance. Ihr seht, ich baller da jetzt ein bisschen schnell drüber, weil wir gleich auch schon die Pressekonferenz haben.
Bei VeChain sieht das Ganze genauso aus. Wir waren Tagesclose über der Marke von 4,19, um hier Long reinzugehen und ein Tagesclose unter 4,4 Cent, um hier Short zu gehen. Und bei Solana hat sich hier im Endeffekt auch nichts bewegt. Wir befinden uns weiterhin in dieser Flagge, in diesem Aufwärtskanal, wie ihr das Ganze bezeichnen wollt, ist mir relativ wurscht. Ausbruch 4 Stunden Close über der Marke von 85 wird uns das in Richtung ungefähr 90 führen, wenn wir da weiter ansteigen wollten. 93, 95 und dann 100. Sollten wir, Achtung, Tagesclose, sollten wir Tagesclose wiederkriegen unter der grünen Linie hier, unter der Marke von 81, ja, dann ab runter auf 79 wahrscheinlich eher die 75. Link machen wir auch noch eben schnell hinterher. Hier haben wir einen positiven Ausbruch gehabt und danach haben wir gesagt, okay, wenn wir auch noch auf Tagesbasis hier die rote Linie nach oben hinbrechen, bin ich auch dabei. Ne? Tagesclose aktuell drüber. Das Ganze muss aber halten und ihr seht, hier ist auch noch eine leichte horizontale Linie. Mein Gott, ich kann euch jetzt auch hier alles vollballern mit horizontalen Linien, aber ich sage euch jetzt einfach mal die Marke, die ich nehmen würde und das ist hier. Die 14,1. Ne? Wir sind jetzt darüber gekommen, hier rüber bis nach 14,27. Aktuell sind wir wieder bei 13,95. Sollten wir den Tag heute beenden über 14,1, bin ich long in Richtung 14,60, danach 15,80. Also das würde ich dann nochmal abwarten. Luna minus 2%, auch hier relativ oder ganz gut gelaufen, so wie wir es gesagt haben, sollten wir. Wann war das Morgen-Update? Das war hier. Sollten wir diese goldene Linie jetzt auch noch nach unten hin brechen, sprich die Marke dann von aktuell 85 rausnehmen und danach hier noch die, was ist das? Die 84, dann fallen wir zurück auf 78 und sollten wir auf Tagesbasis die 75 rausnehmen, denke ich nicht, dass wir vor 60 halt machen. Das kann ein schöner Short Trade werden, genauso aber wie es ein schöner Long Trade werden kann. Wenn wir einen Tagesclose kriegen würde über der 91,50, dann steigen wir wieder ungefähr auf die 100 $ Marke. Jetzt gehen wir nochmal hier eine Minute und 20. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Werbung und es wäre sehr, sehr schön, wenn der eine oder andere von euch jetzt eben sagt, ob die Lautstärke gut genug ist, ob wir das jetzt ob ihr mich noch hört und gleichzeitig, sage ich einfach mal, was gelabert wird, beziehungsweise ob man das gleichzeitig verstehen kann, wenn die was reden und ich was rede, das wäre nämlich dann vielleicht von Vorteil oder ob ich das Ganze einfach ein bisschen leiser machen soll. Eine preisgekrönte, hochmoderne Plattform. Alles gut, 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 gut. Okay, das ist sehr, sehr schön. Okay, dann kann ich das hier wegmachen. Das ist ja nicht mehr interessant, sondern jetzt das hier. Und von daher war es. Okay, ist es jetzt klug, den S&P zu shorten mit einem Zweierhebel? Jein. Das wäre hier oben klug gewesen, als du gesehen hast, es ging runter. Jetzt laufen wir gleich wieder in Support rein. Na, jetzt gerade würde ich das logischerweise nicht shorten, weil ich keine Ahnung habe, was der gute Jerome uns gleich erzählt. Wenn er uns nämlich dann ein vorschwätzt und sagt, ja, alles klar, das wäre jetzt die und die Zinserhöhung und wir werden demnächst ein bisschen härter hiken, dann ist ein Short ein Traum. Wenn er gleich sagt, oh, alles klar, ich weiß noch nicht so genau, schauen wir mal, wie die aktuelle Lage da ist und das wird dann vielleicht in nächster Zeit nicht so hart ausfallen oder wir machen dieses Jahr nicht so viele Zinserhöhungen wie vorher angekündigt, dann kann es dir deinen Short natürlich ziemlich krass zerreißen. Ironie, hau rein, bis morgen.
denke, er wird was über die Staatsanleihen berichten. Ja, das kann durchaus sein. Also S&P ballert durch. Nasdaq ballert komplett durch. DAX zieht gleich nach. Wenn wir das jetzt hier auch noch nach unten brechen. Human toll is tragic. The financial and economic implications for the global economy and the U.S. economy are highly uncertain. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us, maximum employment and price stability. Today, in support of these goals, the FOMC raised its policy interest rate by 0.25 percentage point. The economy is very strong, and against the backdrop of an extremely tight labor market and high inflation, the committee anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we expect to begin reducing the size of our balance sheet at a coming meeting. Economic activity expanded at a robust 5.5% pace last year, reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy, fiscal and monetary policy support, and the healthy financial positions of households and businesses. The rapid spread of the Omicron variant led to some slowing in economic activity early this year, but cases have declined sharply since mid-January, and the slowdown seems to have been mild and brief. Although the invasion of Ukraine and related events represent a downside risk to the outlook for economic activity, FOMC participants continue to foresee solid growth. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at 2.8% this year, 2.2% next year, and 2% in 2024. The labor market has continued to strengthen and is extremely tight. Over the first 2 months of the year, employment rose by more than 1 million jobs. In February, the unemployment rate hit a post-pandemic low of 3.8%, a bit below the median of committee participants' estimates of its longer-run normal level. The improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor demand is very strong, and while labor force participation has increased somewhat, labor supply remains subdued. As a result, employers are having difficulties filling job openings, and wages are rising at their fastest pace in many years. FOMC participants expect the labor market to remain strong, with the median projection for the unemployment rate declining to 3.5% by the end of this year and remaining near that level thereafter. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Aggregate demand is strong, and bottlenecks and supply constraints are limiting how quickly production can respond. These supply disruptions have been larger and longer lasting than anticipated, exacerbated by waves of the virus here and abroad, and price pressures have spread to a broader range of goods and services. Additionally, higher energy prices are driving up overall. Klingt wie eine Aufzeichnung vom letzten Mal, ne? Jo. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine will put additional upward pressure on near-term inflation here at home. We understand that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We know that the best thing we can do to support a strong labor market is to promote a long expansion, and that is only possible in an environment of price stability. As we emphasize in our policy statement, with appropriate firming in the stance of monetary policy, we expect inflation to return to 2%, while the labor market remains strong. That said, inflation is likely to take longer to return to our price stability goal than previously expected. The median inflation projection of FOMC participants is 4.3% this year and falls to 2.7% next year and 2.3% in 2024. This trajectory is notably higher than projected in December, and participants continue to see risks as weighted to the upside. The Fed's monetary policy actions have been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Our policy has been adapting to the evolving economic environment, and it will continue to do so.
As I noted, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.25 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate. The median projection for the appropriate level... Lordi, Lordi, macht ich vom AGE. ...at the end of this year, a full percentage point higher than projected in December. Over the following 2 years, the median projection is 2.8%, somewhat higher than the median estimate of its longer-run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Reducing the size of our balance sheet will also play an important role in firming the stance of monetary policy. At our meeting that wrapped up today, the committee made good progress on a plan for reducing our securities holdings, and we expect to announce the beginning of balance sheet reduction at a coming meeting. In making decisions about interest rates and the balance sheet, noch lauter, we will be mindful of the broader context in markets and in the economy, and we will use our tools to support financial and macroeconomic stability. As we noted in our policy statement, the implications of Russia's invasion of Ukraine for the U.S. economy are highly uncertain. In addition to the direct effects from higher global oil and commodity prices, the invasion and related events may restrain economic activity abroad and further disrupt supply chains, which would create spillovers to the U.S. economy through trade and other channels. Ah. The volatility in the financial markets, particularly if sustained, could also act to tighten credit conditions and affect the real economy. Making appropriate monetary policy in this environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. We will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain moment. We are attentive to the risks of potential further upward pressure on inflation and inflation expectations. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. Also, im Grunde genommen muss man ja eigentlich nicht viel übersetzen. Ja, da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, dass man nicht unbedingt der English Master sein muss, um zu verstehen, was er sagt. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Ja, okay, jetzt geht das Ganze wieder ewig weiter. Machen wir ganz kurz Pause. Jetzt geht das Ganze natürlich wieder ewig weiter. Jetzt werden wieder Fragen gestellt, bla 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 bla. Und jede einzelne Frage kann ich natürlich jetzt in die eine oder in die andere Richtung werfen. Ja, jetzt kommt einer und fragt, ja, ey, alles klar. Jerome, du hast gerade gesagt, okay, du versuchst alles, was in deiner Macht steht, um diese Inflationsrate von 2% zu erreichen. Und jetzt haben wir ja nur eine Zinserhöhung gesehen von 0.25%. Wie sieht's denn jetzt beim nächsten Mal aus? So, und jetzt fragt er das und dann kommt Jerome um die Ecke und sagt, jo, beim nächsten Mal, wenn die Lage da noch geiler ist, und ihr habt ja gerade gehört, ich habe gesagt, unsere Wirtschaft, die steigt trotzdem und alles ist super gut und die Märkte können sowas ab. Ja, dann habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze um 0.5 anzuheben. Und auf einmal macht das sowas hier, bam, einen richtigen Dampf. Oder kommt einer mit der Frage um die Ecke und sagt, ja, wie sieht's denn aus, Jerome? Wenn das jetzt alles hier so weitergeht und so weiter mit dem Krieg und so und die ganze Uncertainty, wie er dann immer sagt, dann, wie sieht's denn dann aus? Und dann sagt Jerome auf einmal, ja, dann werden wir vielleicht die Zinsen gar nicht anheben. Und dann explodiert die ganze Scheiße nach oben. Also, am besten ist im Moment einfach mal gar nichts machen. Und sich wirklich das Ganze auf der Zunge zergehen lassen, ein, zwei Tage sacken lassen und dann und dann morgen sich wirklich angucken, was der Markt aus der ganzen Sache gesagt hat. Ich würde sagen, wer Bock hat, ne, der geht jetzt einfach auf YouTube, er kann sich das Ganze jetzt noch ewig angucken. Das Ganze mit Sicherheit wird das bestimmt noch eine Stunde gehen. Ich habe aber keinen Bock, noch eine Stunde drauf zu sein und mir das Ganze dann zu geben. Wer weiß, was noch alles gesagt wird, wie das noch alles gesagt wird und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, juckt mich jetzt nicht mehr so. Ich habe keinen Trade genommen, ich werde keinen Trade nehmen. Ich werde das alles erstmal abwarten, morgen mir das angucken, wie der Tag heute geschlossen hat. Und dann entscheiden, was ich machen
wert. Und das wäre eigentlich auch die Empfehlung an jeden, der jetzt hier Bock hat, in wirklich so einem krassen Event, in so einem krassen Event seine Kohle reinzustecken. Einfach mal nichts machen, einfach mal sein lassen. So, und Lordi, Lordi, wenn du sagst, okay, der Typ ist eine Lachnummer, dann würde ich dir einfach vorschlagen, guck einen anderen Kanal. Gibt noch die ganz speziellen Agenten hier aus der Dubai-Gang, die sind dann bestimmt eher was für dich. Ne? Und wenn du keinen Bock hast, dann lass es einfach sein. Wir brauchen hier keine Negativität in unserem Chat. Wir sind eine gute Mannschaft, wir sind eine gute Community. Keiner fuckt den anderen ab. Und das ist hier wirklich die höchste Priorität auf diesem Kanal. Und wenn du da keine Lust drauf hast, dann geh einfach. Oder wenn du es immer wieder versuchst, werde ich dich einfach wegkicken. Ne? Das ist einfach okay hier. Die Leute, die hier sind, die kennen sich meistens schon alle untereinander. Die unterstützen sich alle untereinander. Und das ist auch vollkommen okay. Und wenn du Bock hast, hier rumzulabern, dann ist dieser Kanal nichts für dich. Dann lass es einfach und mach dich vom Acker und gut ist. Ich, Marcel Ravanga, ich wechsle jetzt von YouTube auf YouPorn. Ne? Ja. Warum nicht? Ne? Mal viel gegen Willi heute sagen, okay, juckt mich nicht. Juckt mich woanders. So. Ach so. Ich hatte da eigentlich noch was geplant. Ich hatte heute einen Anruf gekriegt vom Chris und er hatte gefragt, wie es aussieht. Ob der heute nochmal vorbeikommen soll. Ne? Keine Ahnung. Also, was meint ihr? Ne? B aus Dubai, ach nee, aus Deutschland. Ne? Ja, da sind so einige. Der eine sagt, ich wohne in Dubai, wohnt aber in Deutschland bei seiner Oma im Keller. Der nächste sagt, ich wohne in Deutschland, wohnt aber in Dubai. Der eine sagt, ja, nee, ich mache keine Werbung. Aber wenn man auf die Homepage geht, ist alles voll mit irgendwelchen Kursen für ein paar hundert Euro. Und der eine, der sagt nur noch, ja, alles geil, nimm einen 6 Millionen Dollar Trade, aber ich handle nur mit Demokonto. Auch nicht schlecht, eine gute Idee auch, ne? Und der Chris hatte mich angerufen und hat gefragt, ja, Mario, wie sieht's aus? Soll ich vielleicht später noch vorbeikommen? Ich so, keine Ahnung, muss ich mal meine Community fragen, ob die Bock drauf hat. Und ansonsten, boah, weiß ich noch nicht so genau. Kann ich mal kurz reinfragen. Ne? Habt ihr Bock, dass der Chris vielleicht nochmal vorbeikommt? Dann versuche ich den gleich nochmal anzurufen. Dann kann er vielleicht auch nochmal ganz kurz reinschneiden. Und vielleicht kommt danach der Ivan nochmal oder so. Oder der Peter van der Feen. Ne? Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal Schluss für heute. Hey Mario, du meintest mal, du machst mal einen Gaming-Stream. Wann wird das was? Ja, so 2026. Hm? Akram Ali, Mario, was ist mit D, was? Kann ich nicht legen. DLS? Ja, okay. Ich muss mal eben kurz gucken. Ich muss mal ganz kurz gucken. Warte. Ja, moin! Chris! Es geht! Was? Du willst mal Hallo sagen? Ja, aber nur auf Englisch. Ich hab keine englischen Zuschauer. Und sie verstehen dich auch so? Ja, warte. Komm noch mal kurz vorbei. Eine Sekunde, ne? Dann kommt er gleich mal.
Hello guys, what's up today for the Bitcoin price? Leute, I hope you saw this magic signal just flashing right now. And if you click the link down below in the description, you can get $6,000 for free. Now sign up and click on my Bybit, Femex and other links. It's great. I saw this signal just flashing now. Come on, this is long. All in. Now, get in, get on my bonus, yeah, and we will see 42,000 Bitcoin in just a few minutes. I hope you're all in now. It's just flashing right now. Come on. So, ja, okay. Ja, war nicht so ganz das Original, aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Ja. Erinnern wir noch? Oh, yeah. Here is his buddy, huh? You know, it's Peter van der Veen. He will come soon. And I say goodbye, guys. You can see me on my YouTube channel. Click on MM Crypto. And don't forget to buy all on my Femex and Bybit links, because I only make things like Carl on demo contos. But I'm not a scammer or something like that. Peter, yeah, come on over. Ja, ich wünsche euch einen guten Abend. Ja, ihr kennt mich, manche von euch kennen mich. Ich bin, mein Name ist Peter van der Veen. Ich komme aus Eindhoven, das liegt im schönen Holland. Und ich bin technischer Analyst. Ab und zu komme ich zu Besuch bei Mario. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Hatte damals gekauft, öfter von mir, ein bisschen Hasch. Nein, keine Hasch, ne? Aber ihr wisst, ab und zu, da komme ich auf diesen Kanal vorbei und wir machen zusammen eine ein bisschen technische Analyse. Ne? Ich bin auch sehr professionell, was das angeht, da ich einfach mal zwischendurch eine kleine Zigarette und macht bestimmt auch die Analyse ein bisschen einfacher. Hier sehen wir jetzt gerade Bitcoin, ganz klar. Hier an dieser Support, gerade noch, wenn wir nach unten schießen, ist ganz klar, werden wir weiter runter. Ne? Das ist klar wie Frikandel oder wie auf dem Loch. Ja, ihr kennt das Ganze. Ja, wir werden hier die Stunde close unter dieser Marke. Dann geht wir weiter runter. Ja, die Stunde close, ja, das ist 39.700. Wir gehen zurück auf 38.800. Und wenn diese brechen sollten, dann ist ja, ich Schluss mit lustig hier. Ja. Ja. Was? Ja, weiß ich nicht. Ich muss mal fragen, ob hier vielleicht noch die Agathe vorbeikommt oder der Ivan. Ja, da muss ich die Community fragen. Ne? Weiß ich nicht. Philipp? Philipp ist immer noch unter den Tisch. Ah, der Schwein, du Drecksau. Ne? Hat gestern erst die Pornos gekauft und heute schon wieder unter den Tisch. Lass mich in Ruhe, du. So, wollen wir mal gleich gucken. Agathe! Ja, willst du vielleicht auch mal was abgeben zu die Analyse? Ja? Ihr könnt sie gleich gerne nochmal vorbeikommen, ne? Ist ja schon mal schön. Schönen guten Abend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten Analyse nochmal. Auf Wiedersehen.
Hallo meine Freunde, es ist ja schön, dass ihr immer wieder da seid. Oh, schön euch zu sehen, das haben wir aber lange nicht gemacht. Ja, ihr wisst normalerweise, ich bin die Putzfrau von Mario. Ne? Mein Name ist Agatha, wir haben uns schon ein oder zwei Mal in Specials gesehen, aber jetzt haben wir lange nichts gemacht. Aber ich freue mich, dass ich immer wieder da sein kann. Ne? Ja, ich bin nicht so der technische Analyst, ich mache lieber andere Sachen, putzen, waschen und so. Aber ihr kennt mich, ne? Ja, ja, zwischendurch komme ich auch mal vorbei. Meistens bin ich hier nur am Saugen oder so. Oder richte meine Tittchen. Ah, ansonsten gibt's auch nicht viel Neues. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Machen heute mal ein bisschen was anderes im Livestream. Ah, von daher. Ja. Was haben wir denn sonst noch? Der Sean war schon lange nicht mehr da, ne? Ja, Sean ist auch ein guter Analyst, der kommt eigentlich aus Amerika. Vielleicht, ja, mal gucken. Sean? Sean! Der ist auch gerade zu Besuch, Leute. Ja? Willst du vielleicht gleich auch nochmal? Ja? Okay. Ja, Leute, ich verabschiede mich, ne? Wir sehen uns bald die Tage. Tschüss! Ja, ich bin Deshaun. Ich bin Amerikaner und ich bin auch von der technischen Analyse. Kann ich auch, ich muss erstmal den amerikanischen wieder Akzent wieder herkriegen. Ich bin Amerikaner und normalerweise ich handle an die Wall Street. Und da bin ich eigentlich richtig aktiv. Ab und zu auch ich mit Mario habe eine Kooperation. Und mag ich auch technische Analyse, so wie Peter van der Veen. Und wenn ich bin hier in Nordrhein-Westfalen, dann ich komme zwischendurch vorbei. Wir machen zusammen eine kleine Session und analysieren auch diese Kurse. Im Moment Bitcoin hier auf 1-Stunden-Chart, nichts zu machen, nichts zu diesem, mache ich gar nicht. Und wir gucken einfach, was diese Chart bringen. Morgen werden wir entscheiden, ob wir hier wieder reingehen. Oder ob wir erstmal Finger lassen von. Ne? Ansonsten, Ivan wollte vielleicht auch noch zu Wort kommen. Und von daher würde ich heute einfach sagen, gebe ich weiter die Wort an Ivan heute. Ne? Wir sehen uns die Tage. Wir sagen goodbye. Ivan hier, ne, was soll ich sagen? Ich wurde reingezerrt in diese, ne, wollte ich gar nicht heute. Ich hatte heute andere Sachen vor. Hatte mich einfach gelotzt vor die Kamera, hatte ich nicht wirklich Lust gehabt. Ne, ich bin schon leicht blau gewesen und jetzt muss ich hier noch mit zwei, drei von dieser Arsch muss ich noch sprechen. Hatte ich keine Lust auf diese, ne? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen los, ein bisschen Party machen, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen shakern, ne? Und jetzt hier kein Bock auf Analyse heute. Ich werde mir gleich noch schön, ne, gebe ich mir gleich noch schön Bier, dann noch ein bisschen Wodka, ein bisschen Red Bull, vielleicht, mal sehen, vielleicht rufe ich noch Vladi an. Sag Vladi, was hast du gemacht in Ukraine? Ne? Bist du behämmert oder was? War nicht gut. Ich habe dir von Anfang an gesagt, du sollst dies lassen. Ne? Das kann nur hinten losgehen.
Und du, nein, warum, Ivan, was soll das? Ja, ich gerecht gehabt, ne? Die sind nur Scheiße gemacht. Nichts gut. So. Ne? Jetzt würde ich sagen, machen wir vielleicht Schluss für heute. Haben wir alles gesagt. Alle waren da. Ne? Jetzt nichts mehr zu sagen, diese. So. So, haben wir mal nach langer Zeit wieder alle durchgemacht. Ne? Ein bisschen Spaß muss sein. Na komm, Leute. Ich weiß, viele halten mich für bekloppt. Und das stimmt ja auch. Hm? Wollen wir mal nicht wirklich an den Tatsachen vorbeireden? Ich habe einen an der Würfel. Aber man muss auch dazu stehen, wenn man eine gespaltene Persönlichkeit hat. Also einer fehlt noch, Inge. Ja, Inge und Kurt, ne? Die sind auch immer geil. Aber die Inge gibt's ja, also die Inge ist noch nie vor die Kamera getreten. Ne? Dann gibt es eigentlich nur die Inge, die von hinten was ruft. Und der Kurt, der alte Mann, der ihm alles erklärt. Ne? Inge! Inge, komm mal ran da. Komm. Ich erkläre dich das. Hast du ja gerade gesehen hier, ne? Pass auf. Inge! Ja, Kurt? Ja, pass auf. Ich hab dich das gerade gesehen. Da war das hier auf den 1-Minuten-Chart. Hab ich das gesehen? Dass ich hier runtergeballert sind, habe ich direkt den Short reingeklatscht. Hier, Mann. Hab ich gemacht. Oh, das war ganz toll. Ja, weiß ich. Da sind wir hier runter, Retest und dann weiter. Ja, hab ich sofort reingemacht. Hab ich reingeballert. Oh, cool, du bist der Geilste. Ja, komm, heißes Mäuschen, hab ich gesehen. Ne? Und dann? Was war denn dann? Da sind wir hier runtergedammt und hier ist das Support, alles klar. Und dann habe ich hier eine Linie gezogen, hier so richtig akkurat. Und dann haben wir die nach oben hingenommen. Hey, sofort, hab ich geswitcht. Von Short auf Long. Und dann ist die Nummer. Oh, du bist der Geilste, Kurt. Ja, ich weiß. Komm, was? Muskel. Komm, mach dich schon mal frei. Machen wir gleich noch was Schönes. Yeah. Richtig gut. Richtig Mäuse gemacht heute. 8,50 €. Können wir schon wieder Kappe. Schachtel kippt mir schon wieder drin. Ja. So. Aber die Inga, den Kurt haben wir dann auch noch abgehakt. Da fehlt eigentlich noch der Serhat. Ja, der fehlt noch. Aber den habe ich noch nicht so ganz mit drin, ne? Bisher hätte er jetzt dazu gesagt, da Manalan, was ist das? Junge, war ich hier drin? Und dann sind wir nach unten, Mann. Wurde ich richtig gefickt, Digga. Ich habe gedacht, wir gehen jetzt hier dick auf Long und dann... Hä? Was, Bruder? Dicks Bruder. Ich gebe dir gleich Bruder auf die Fresse. Sind wir nach unten geschossen und die ganze Kacke hat mich dann richtig zerrissen, ne? Digga, Alter. Jalla, ging der Coin nach unten und ich wollte, dass der oben geht, Bruder. Nix hier. Am unter Koidumlan. Rusbuchichuka nasi kinu. Dreckscoin, du. Kriegt auf die Fresse, wenn ich dich nächstes Mal sehe. Ich wäre direkt ausgerastet. AMK, Digga. Wenn ich dich Coin nächstes Mal sehe, wenn mir der Bitcoin über den Weg läuft, dann kann er was erleben, Bruder. So, Lan. Was? Kommst du mir nochmal in die Quere, Bitcoin? Hol dich, meine Brüder. Ja, was? Ja, was, Coin? Ja, was? Wirklich, ne? Leute, stellt euch mal vor, ne? Stellt euch mal vor, wirklich, jetzt sagt sich einer so, ja, alles klar, hm? Hm, Federal Reserve? Ah, klingt interessant. Ja, da schalte ich mal ein. Ja, warum nicht? Und dann sitzt da so ein Irrer davor, ne? Und der erzählt euch dann, ja, was, auf einmal, dicker Lan, was macht der Bitcoin-Bruder? Und der guckt sich da zum ersten Mal an und schaltet genau in der Sekunde ein, ne? Der denkt sich, alles klar, okay, ich glaube, ich habe irgendwas Falsches angeklickt, kein Thema. Okay, ich gehe vielleicht wieder rüber nach YouPorn. Ne? Maschallah, Digga.
Ja, genau. Ich zieh gleich meine Jacke aus, Lan. Bruder, was? Was guckst du mich an, Alter? Boah, muss ich schneiden für Marionetten. Ey, bloß nicht. Stell dir mal vor, du schneidest die ganzen Irren zusammen hintereinander und dann sagst du Stream-Ausschnitte. Er guckt sich ja nie wieder einen Stream an. Mashallah, Judo. Wir gehen jetzt zu The Moon, Alter. Sicher, Digga. Was Inflation? Mach Lambo. Was mit meinem Lambo, Mario? Hast du gesagt, kommt? Wo ist Lambo? Arsch. So. Ah, das hat heute mal wieder Spaß gemacht. Ja? Spaß muss sein. Ganz ehrlich. Machen wir nochmal ein kleines Abschlusswort zum Thema Spaß muss sein. Wer keinen Spaß verträgt, der hat hier, ganz ehrlich, der hat auf dem Kanal hier nicht so viel verloren. Denn das ist eins der wichtigsten Sachen im Leben. Heute Morgen, und ihr solltet das zwischendurch mal machen. Geht einfach mal auf Instagram, abonniert mich. Da kommt nicht oft was. Aber wenn was kommt, dann ist es, ich sag jetzt nicht etwas Wichtiges, aber dann ist es vielleicht etwas, ja, was aus der Erfahrung kommt. Ne? Es gibt super, super viele wichtige Sachen. Wichtig sind nicht die Coins, wichtig ist nicht die Kohle. Wichtig ist, dass ihr im Leben glücklich seid. Ne? Und wenn ihr ja keinen Spaß versteht, oder ja, kann auch sein, dass manche Leute ein anderes Verständnis haben von Spaß oder sowas, oder euch an etwas anderes erfreut. Ja, okay, dann macht was anderes, dann guckt was anderes oder was weiß ich. Weißt du, aber es ist super, super wichtig, dass ihr einfach Spaß, dass ihr Freude im Leben habt, dass ihr die Leute, wirklich die Menschen aus eurem Leben verbannt, die euch schlechte Laune bereiten. Wenn ihr einer ständig auf den Sack geht und du hast den Typen oder das Mädel ununterbrochen um dich rum, und die macht ihr jeden Tag, der Typ macht ihr jeden Tag schlechte Laune und ist ein Kollege oder was weiß ich, ne? Leute, ganz ehrlich, verbannt den Menschen einfach aus eurem Leben. Versucht das Ganze zu umgehen. Versucht zu sagen, alles klar, ey, das passt nicht in mein Leben. Ihr habt ein einziges Leben, das ist super, super wichtig, das zu begreifen. Ihr habt ein Leben, das müsst ihr nutzen. Egal wie, Hauptsache ihr seid glücklich. Und wenn euch einer sagt, ey, pass auf, Mario, ich möchte, dass du Dachdeckermeister wirst. Ganz ehrlich, wisst ihr, was ich alles gemacht habe? Alter, das kann ich euch gar nicht sagen. Ich habe 2 Ausbildungen gemacht, eine noch nicht mal richtig abgeschlossen. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich Panne bin, aber ich bin vom Gymnasium geflogen, habe meinen Realschluss gemacht und habe später mein Fachabi nachgeholt, ne? Weil ich einfach gedacht habe, ich brauche es vielleicht nochmal oder Bock drauf hatte. Und das habe ich sogar sehr, sehr gut nachgeholt, mit einem 1er-Schnitt irgendwas. Ne? Aber ich bin nie damit zurechtgekommen, dass ich Chefs hatte, die dümmer waren als ich selber. Und ich halte mich nicht für übermäßig klug. Und es hat mir nie Spaß gemacht, auf irgendwelche Leute zu hören, die mir irgendwas erzählen wollten, was ich allerdings besser wusste. Oder glaube, besser zu wissen. Ja? Und ich hatte nie den wirklichen Spaß an einer Arbeit, egal was ich gemacht habe. Ich habe Kaufmann für Bürokommunikation gelernt. Ging mir irgendwann noch auf den Sack. Ich saß nur im Büro. Ich habe als Garten- und Landschaftsbauer gearbeitet. Ne? Ich habe im Fitnessstudio gearbeitet. Und hier und da. Aber ich habe nie das gefunden, wo ich wirklich sagen konnte, ey, okay, das würde mir auf Dauer bis zum Lebensende so Spaß machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr so etwas findet und dass ihr dann auch darauf eure Karriere oder das, was ihr machen wollt, aufbaut. Ne? Und nicht irgendetwas macht, weil ihr einfach nur sagt, ich will einen Job haben. Das ist wirklich, das ist schwer, ja, und es ist auch vielleicht schwer umzusetzen, aber das ist essentiell wichtig im Leben, dass ihr das findet, was euch wirklich, wirklich Spaß macht und dass ihr vielleicht darauf aufbaut und noch ein bisschen Geld verdienen könnt. Und das könnt ihr langsam machen, das könnt ihr nebenbei machen, baut euch was auf und irgendwann, wenn es soweit ist, ja, dann könnt ihr das vielleicht auch als Hauptjob auch machen, ne? Aber ihr habt nur ein Leben, verschwendet das nicht mit Menschen, die euch auf den Sack gehen, mit Jobs, die euch auf den Sack gehen, mit Chefs, die dümmer sind als ihr selber, oder mit falschen Freunden oder irgendetwas. Ne? Vergesst das bitte nicht. Ich finde sowas einfach immer wichtig,
zu erwähnen und zu sagen, ey Leute, ja, solche Sachen sind nicht einfach. Sein Leben zu ändern ist nicht einfach, aber es ist super, super, super wichtig, dass man selber glücklich ist und vor allem, dass man sich selber, ja, ich sag jetzt nicht liebt, aber sich selber vielleicht so akzeptiert, wie man ist. Und ihr müsst nicht dem entsprechen, was andere von euch wollen oder was andere in euch sehen, sondern es ist super, super wichtig, dass ihr zufrieden seid mit dem, was ihr seid und was ihr macht. Und alles andere sollte euch scheißegal sein, was irgendwer da draußen von euch denkt oder von euch hält. Ja, und versucht das einfach irgendwie umzusetzen oder in euer Leben zu kriegen. Bei mir hat das extremst, wirklich extremst lange gedauert. Und ich würde sagen, ich bin jetzt 38 und das Ganze habe ich erst vor 3 Jahren begriffen. Dass man sich von Leuten trennen muss, die einem nicht gut tun. Oder Leute verbannen muss, ja, die dir nur nach dem Mund reden oder die nur, weiß nicht, dein Geld wollen oder deine Freundschaft wollen oder was weiß ich, ne, aber die dir keinen wirklichen Wert im Leben geben. Sollen sie sich verpissen, wirklich. Sollen sie sich die Leute suchen, ey, bei denen sie es machen können. Aber die bringen euch im Leben nicht weiter. Orientiert euch an Leuten, die erfolgreich sind oder die über euch stehen, die klüger sind als ihr. Ihr könnt nur von den Leuten lernen, die besser sind als ihr selber, wenn ihr dahin wollt. Nehmt euch diese als Vorbilder. Nicht irgendwelche Schwachmaten, nicht irgendwelche Pillemänner, irgendwelche Möchtegern-Typen, die auf Instagram irgendwelche Rolex-Fotos posten und Hip-Hop-Scheiße machen, was weiß ich, keine Ahnung. Nehmt euch wirkliche Vorbilder, die es im Leben zu was gebracht haben, wenn ihr es selber auch zu was bringen sollt, und setzt euch auf den Arsch. Denn jeder von euch kann alles erreichen, was er möchte, wenn er auch wirklich hart dafür arbeitet. Und das Wichtigste im Leben ist wirklich, glücklich zu sein und natürlich auch gesund zu sein. Und das wünsche ich einfach jedem von euch, der täglich auf diesem Kanal ist, der da ist, der den Spaß mitmacht, dass er glücklich im Leben und gesund ist und das Ganze auch hoffentlich so weiterführt. Das war jetzt, das war ein bisschen abschweifend, sage ich einfach mal, aber das ist einfach nur meine ehrliche Meinung dazu. Und hierzu sage ich jetzt heute einfach mal gar nichts mehr. Bing, 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 bing. Bing, 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 bing. Vögeln saufen Urlaub. Harry. Alles klar. Fressen, Fernseh gucken und ficken. Ja, saufen fehlt noch. Ist aber kein F, also ein F. wo ich das gerade lesen, traden, hauptberuflich, hodeln, bla bla bla. Ich habe mir was überlegt, aber das werde ich in dem Fall nur wahrscheinlich über die Kanalmitgliedschaft machen. Dazu mache ich dann die Tage ein Video. Und dann kann sich der eine oder andere entscheiden, ob er Bock hat oder nicht. Ich würde einfach mal sagen, Leute, es war sehr, sehr schön heute. Und ich glaube, wir waren heute auch ein paar mehr als sonst. Es hat Spaß gemacht, auch mal wieder, dass alle da waren, dass wir hinterher noch einen kleinen Talk gemacht haben, dass ihr mich so nehmt, wie ich bin, denn ich bin ein bisschen bekloppt, aber dazu stehe ich. Und deswegen Discord incoming. Leute, ich habe schon 2 E-Mails gekriegt von Leuten, die gesagt haben, Mario, soll ich dir nicht helfen? Du kriegst ja sowieso niemals gebacken und wahrscheinlich werde ich diese Hilfe annehmen, weil diejenigen recht haben und weil ich ein fauler Sack bin. Und von daher werde ich wahrscheinlich sagen, alles klar, bitte helft mir dabei, und dann wird das ganze Discord wird incoming sein. Ja, definitiv. Wann, weiß ich noch nicht genau. Wenn ich meinen faulen Arsch hochkriege, dann eher früh als spät. Also, ich wünsche euch allen einen wunderschönen weiteren Mittwochabend. Die Märkte haben das Ganze jetzt aufgefasst, einigermaßen aufgefasst. Ihr seht das, sehr hohe Wohler in der letzten Stunde. Es ging runter, das Ganze wurde aufgekauft und geht jetzt langsam hoch.
Und diese Flagge, die ich vorhin hier eingezeichnet habe, da haben wir vorhin noch gesagt, tja, und auf einmal wird das Ding nach oben hin gebrochen. Flagge, Ausbruch, Retest, ne? Es sieht so aus, als wenn das Ganze positiv aufgefasst werden wird. Sprich, ihr seht auch hier, der Dow Jones, langer Wick nach unten. Wenn man jetzt auf 4-Stunden-Basis geht, muss man sagen, genau die Linie angetippt, ist schon irgendwie interessant, ne? Und die Nasdaq kauft das Ganze auch wieder richtig krass auf. Also diese Nachricht scheint doch eher positiv als schlecht zu sein. Und bei dem 4-Stunden-Close über der Marke von 13.800 ist das Ding long bis in Richtung ungefähr 13.950. Es sieht also alles gar nicht so schlecht aus. Guckt ihr mal. Lol. Guckt euch mal bitte hier den Russell 2000 an. Auch hier haben wir gesagt, alles über dieser Marke eigentlich von 2000 geht es erstmal, ach, dann haben wir auch auf Tagesbasis besprochen, dann geht es in Richtung hier 2012, da sind wir jetzt gleich, und wenn wir ein Tagesclose kriegen über 2025, können wir auch mit Sicherheit 2100 sehen. Also es sieht alles danach aus, als wenn die Nachricht doch positiv aufgefasst wird, und das Ganze wird dann wahrscheinlich auch den Bitcoin-Kurs weiterhin positiv beeinflussen, und von dem her ist es dann doch hier eher ein Long als Short. Allerdings warte ich jetzt hier logischerweise auch ab, denn ihr seht, auf einem 15-Minuten-Chart sieht das dann jetzt auch nach einer Flagge aus. Ungefähr. Und von daher geht das Ganze dann vielleicht doch in Richtung Long. Und ich wünsche dem Robert natürlich an der Stelle dann weiterhin, dass sein Trade weiterläuft und er ihn noch nicht verlassen hat. Und dann gucken wir mal das Ganze. Litecoin, Achtung, hier wieder an der Linie, Tagesclose, vielleicht über 158. Und dann kann man auch hier weitersehen. Also, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in diesen Mittwochabend. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr alle so seid, wie ihr seid und mich akzeptiert, wie ich bin. Und jetzt gibt's nicht mehr zu sagen, außer einen schönen Mittwochabend und bis morgen früh zu den Updates.